Konglomeranten. Ja, genau. So, auf zum King, ja. Kann es sein, dass du Khadgar bist? Ja, bin ich. Ich bin Khadgar, aber wo kennst du meinen Namen, mein König? Der König von Lurania hat mir erzählt, dass du ihm eine gestohlene Krone zurückgebracht hast. Ich hörte, du seist auf Reisen und hoffte, du würdest mein Reich besuchen. Willkommen! Da ich bereits von deinen Fähigkeiten hörte, möchte ich dich um einen Gefallen bitten. Okay. Ich habe nichts anderes erwartet. Im Norden soll sich das legendäre Deko-Schwert befinden. Der Haken an der Sache ist, dass dort viele Dämonen lauern. Doch mit deiner Kraft und deinen Fähigkeiten soll es dir gelingen, das Schwert zu erlangen. Natürlich werde ich dich fürstlich belohnen, wenn du mir das Deko-Schwert bringst. Einverstanden? Okay. Wunderbar. Warte einen Moment. Hey, Marcellus. Ja, mein Fürst. Bitte Selan zu mir. Sofort, mein König. Was denn jetzt, Fürst oder König? Entscheid dich mal. Mein König. Selan, ich möchte, dass du mit Khadgar in die Festung im Norden gehst. In die Festung? Wegen des Deko-Schwertes? Ja. Das kann ich auch allein mit meinen Truppen erledigen. Dazu benötige ich keine fremde Hilfe. Ich weiß, dass du stark bist, aber du kannst nicht immer alles alleine machen. Nur gemeinsam könnt ihr einen Dämon trotzen. Erfülle mir bitte diesen Wunsch, Selan. Du wirst deinen König doch nicht enttäuschen, oder? Geht nun, finde das Schwert. Aber mein König... Willst du mir nur etwa widersprechen? Nein, mein König. Ich werde zusammen mit Khadgar die Mission erfüllen. Selan wird mit dir gehen, Khadgar. Du wirst die Truppe anführen. Hast du damit ein Problem? Nein, mein König, absolut nicht. Großartig. Selan, dies ist eine einmalige Chance zu lernen, wie es ist, wenn man gehorchen muss. Ich wünsche euch viel Erfolg. Na, du bist Khadgar, oder? Und so nennt man mich. Wer sind die anderen? Das ist Guy. Ich habe ihn in Tanbil getroffen. Und das hier ist Tia. Sei gegrüßt. Khadgar, ich will ehrlich sein. Ich traue dir nicht. Mir wurde befohlen, dir zu folgen und mich deinen Befehl zu unterstellen. Das ist aber auch alles. Du hast eine ziemlich direkte Art zu reden. Ja, ich sage immer meine Meinung. Ich verstehe deine Lage, aber was kann ich tun, dein Vertrauen zu gewinnen? Deine Kraft alleine wird nicht ausreichen, um mich zu überzeugen. Du bist hart. Punkt, Punkt, Punkt. Naja, wir werden uns schon zusammenraufen und das Deko-Schwert finden. Natürlich, so lautet mein Befehl. Befehl? Das klingt sehr ernst. Dennoch bin ich froh, dass du uns unterstützt. Selan schließt sich an. So, was kann denn Selan Schönes? Fugestark, Schock, Narkose, Warp und Licht. Marsch Licht erhält dunkle Orte. Gut, das ist dann wahrscheinlich der Krux, den wir für den nächsten Dungeon brauchen. Das ist ungewöhnlich, Selan, Männerbegleitung. Das reicht, Tante. Wir sind Befehl des Königs hier. Ja, ja, es gefällt dir, aber trotzdem, oder irre ich mich da so? Beste Tante. Nice. Ich frag mich da immer, ob die Original-Games da im O-Ton auch so Gezwinkere dabei haben. Ob wir Madame hier noch was beibringen können. Denn hier gab es doch, glaube ich, einen entsprechenden Zaubershop. Da haben wir doch. So, gepennt und eingekauft. So was machst du.
sodass wir Madame da noch ein bisschen buffen können. Deine Freunde plätzen, also wahrscheinlich, weil wir Indoor sind. Dann benutzen wir halt ein Taschenwarp. Oder auch nicht. Tümpel. Lavaklotz? Bitte was? Nice! Was bist du denn? Ich bin ein Lavaklotz. Dann muss man definitiv ein bisschen grinden. Schwerttempel. Das war klar. Gut, hier kommen wir auf jeden Fall in die ersten Räume rein, dass ich ein bisschen grinden kann. Teleport-Tümpel. Klatzenwicht! Guck mal, Etty, da bist du. Alter, wie geil ist das denn? Ich habe gegen ein böses Monster gekämpft. Was ist es denn? Ein Klatzenwicht. Oh Gott. Ganz gut draufklatschen, weil er hat ja eine Feuerwaffe. Hahnschrei, bitte was? Ah, okay, der macht wahrscheinlich alle wach, wenn die Leute eingepennt sind. Ah, nice. Ich wollte mir uns ein alter Verwalter. Na, wach geworden, Katzenvieh, hm? Ja, das war schön aufs Controllerkabel gesetzt. So sind sie, die Katzen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir wieder das übliche Spiel zum Schalusse. Ja, hallo und einen schönen Sonntagmittag euch. Jo, ich war 3 Stunden grinden für Lufia und hab mal bei den Chars so 10 Level draufgepackt. Ich hab mir das ASCII-Pad dran gedübelt, damit ich nicht immer A drücken muss.
und bin sehr oft in dieser Richtung hier unterwegs gewesen. Ja, da kann man nämlich schön sich zurücklehnen. Während die Chars alles machen, was man benötigt. So, dann gehen wir noch mal eine Runde pennen und dann... The Cluedo has followed. Vielen Dank, Follow, für... vielen Dank, Follow, für deinen Cluedo. Wie Obstkuchen. Ja, Mann, willkommen im Clan. Und ich hoffe, wir werden den ein oder anderen spaßigen Stream zusammen haben. Und ausgeschlafen, so um 12 Uhr mittags, gemuffelt und so weiter. Ich zwar schon letztens, aber hey. Tja, selbst schuld, wenn du da nicht auf Follow drauf dübelst. Ja, nur hier Level 30, auch Seelan habe ich von, ich glaube, 18 auf 28 hochgedübelt. Ich denke mal, jetzt sollte das dann doch freihändig. Eieiei. Ah. Ja, eben auch schön Unboxing hochgeladen von der Woodbox. Damit war das dann auch endlich erledigt. Aber muss ich sagen, ist ein bisschen dürftig mit 3 oder 4 Items die Box. Auch wenn sich der ganze Kram da drin recht, recht wertig anfühlt. Ich sollte mal das Dauerfeuer ausmachen. Jetzt sollte ich es wieder anmachen. Und Cluedo wieder in Minecraft unterwegs. Ich hatte gestern den Tower ordentlich hochgezogen. Mir fehlt jetzt noch das obere Stockwerk und dann ein bisschen Einrichtung. Ah, da hatte ich dann jetzt hier heute noch keine Muse dazu. Wie oft ich die Kampfmucke und das Overworld-Theme heute gehört habe. Das geht auf keine Kuhhaut, ey. Also in einer Hand ständig hier das Pad so, um Ring rechts und links zu laufen. Gouda Girl, grüß dich. Morgen liebe Sorgen. Ja, du hast doch Gouda im Namen. Kann doch nicht so schlimm sein mit... Genug Käse, oder? Alles wird besser, wenn man es mit Käse überbeckt. Wenn man sogar Käse mit Käse überbeckt, wird der Käse besser. Käse ist Liebe. Hätte ich fast gesagt, ja, Mann, aber würde ja da nicht so ganz zu dem Namen passen, oder? Oh, ich bekomme wieder so richtig Bock, oben am Studio weiterzumachen. Muss ich noch die Kohle zusammenkratzen für einen zweiten dicken Monitor, den man dann schön übereinander machen kann. Da muss man nur hochgucken. Hat die Cam dann zwischen den Monitoren und muss sich halt suchen, wo er denn heute die Cam versteckt hat. Boah, sind die Kämpfe angenehm geworden mit dem 10er Overlevel mindestens. Versteckte Kamera auf Twitch? Nein, Ich habe 2 Jahre halt gestreamt mit Monitor, zweiter Monitor und jetzt habe ich halt, das ist eigentlich so die übliche Perspektive, aber ich habe halt den Rechner rübergestellt und den Fernseher hier und habe den Monitor da und normal war die Kamera über dem Monitor, deswegen gucke ich halt ständig hier rüber in den Chat, deswegen nicht wundern, dass ich dann teilweise rüber gucke, weil ich in die Kamera gucken will, weil ich halt gewohnt bin, dass sie da oben auf dem Monitor ist und nicht da auf Chat-Stativ. Ja, ich lager noch.
Für nächstes Jahr sind schon zwei Märkte. Damit, das war schlecht. Ah nee, doch, wir haben immer noch den First Strike, warum auch immer. Ja, klar, also hinten Walburg, die Ecke, sind wir mit Af Mykrenu. Ich sollte auch das Richtige anklicken, dann geht auch meine Lagerliste auf. Schiffenberg müssten demnächst die Bestätigungen kommen. Ende Februar kommt Bestätigung oder Absage Münzenberg. Die sind wohl noch am Rangeln mit den Bauern, ob sie alle Wiesen wiederbekommen. Trinitatisfest 19. Einfach mal auf Facebook reinhauen. Da wird sich, denke ich mal, das ein oder andere finden. Was zur Hölle? Okay, schön, dann fährt an allem vorbei. Ich weiß es nicht, streichen wollen sie nicht. Ich denke mal, die Frage ist, ob die Bauern die hergeben. Ich denke mal, die wollen halt teilweise auch jedes Jahr mehr Asche dafür. Okay, damit sind wir auf jeden Fall schon mal woanders gelandet. Ja, ich habe noch Autofeier drin vom Kämpfen. Deswegen, ich hoffe nicht, dass sie welche streichen. Ich sage, wir waren letztes Jahr oben auf der Wiese direkt über dem Markt. Und ich persönlich hoffe halt, dass wir wieder da sind. Ich habe halt leider wegen sehr viel Arbeit mich sehr, sehr spät erst beworben. Okay, Bomben machen uns keinen Schaden, das ist schon mal gut zu wissen. Oh, ich dachte, wir müssen erst wegbronzen. Aber nein, zum Glück nicht. Ja, was heißt dann, da sind die Weiden auch erstmal hin, die stellen sich ja wieder auf, so ist es ja nicht. Ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwas von kaputt ging an Gras oder so, weil sag mal, die durch die Kornfelder marodieren oder sowas, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber halt gerade bei einer Wiese mit Gras, die vorher gemäht worden ist, da passiert eigentlich nichts. Deswegen ist ja das Schöne an Gras, das ist ja nicht so schnell hinüber. Ein Steinschild. Klingt auf jeden Fall schwer. Deswegen, ich persönlich hoffe halt auch, dass Münze definitiv wieder was wird. Aber ich sag mal, da steckt man halt leider nicht drin, wenn die nicht alle Münzen haben. Hey Zwiebel, grüß dich, lange nicht gesehen. Wenn die nicht alle Wiesen zur Verfügung haben, dann ist es ja halt auch immer so eine Sache für sich. Dann kommen natürlich die Leute, die halt länger dabei sind, eher dran mit ihrem Lagerplatz, als die halt erst frisch am Start sind. Aber ich sag mal, ich werde auf jeden Fall drauf spionieren, falls, weil letztes Jahr waren ja auch zwei Lager nicht da und wir werden, denke ich mal, auf jeden Fall hinfahren, selbst wenn wir keine Anmeldung haben. So dieses, hey Leute, habt ihr noch einen Platz frei, ist da irgendwas nicht aufgetaucht? Vielleicht hat man ja dann Glück, dass man da dann auch noch irgendwo reinrutscht und ich sag mal, das könnte ja dann auch definitiv positive Reputation sein. Wenn man dann sieht, hey, vielleicht habt ihr ja noch was. Ist halt die Frage, ob es halt machbar ist, wegen versicherungstechnisch und so weiter. Beziehungsweise ich habe auch nicht wirklich Bock, das Lagern aufzuhören. Davor war das alles zu bauen und anzuschaffen wesentlich zu teuer. Und ich habe vergessen, wegen meinem Zelt unterwegs zu sein, wegen der neuen Plane, fällt mir gerade ein. Ja. Hoppala.